kann man den Berg ja trotzdem dazu zurechtstutzen. Okay, hier geht's runter. Das hatte ich überdeckt. Dann bauen wir nicht die kleine Felder, sondern dann bauen wir einfach noch ein schönes nürnberisches Haus hin. Ich weiß, wir haben unten das Haus noch fertig. Ich werde jetzt vorher nicht anfangen hier. Wir werden erst unten schön das Haus fertig machen und dann geht's hier los. Fange ich hier schon wieder 30.000 Projekte an. Und dann müssen wir auch noch da unten alles erschließen, also hier kommen wir auf jeden Fall noch. Wir haben noch ein anderes Berghaus, was wir auch noch nicht fertig gebaut haben. Oh mein Gott, da kommt noch eine Menge auf mich zu, ich sehe es jetzt schon. So. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal hier noch was. So. 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 Hab ich denn? Hab ich. Super. Lol. Das war das Essen, ist glaube ich eine gute Idee. Und dann alles ausleuchten. Damit ich nicht zwischendrin von irgendwelchen Gesellen überrascht werde, hätte ich jetzt so eigentlich keine Lust drauf. Weißt du, das ist immer so schwer vorstellbar. Aber ist dann wirklich so. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall das Bad zumachen. Und zwar diesmal ganz. So. Ah, wir haben ja noch Inventory Tubes drin, das ist sehr gut. So. Wir müssen auf jeden Fall mindestens eine Schicht Erde noch rein, weil sonst können wir da auch nicht bauen. Jetzt komm, ich spring doch gleich einen Creeper von hinten an oder sowas, ey. Ich hab das irgendwie schon ein Gefühl. Es ist kein tolles Gefühl, aber es ist auf jeden Fall ein Gefühl. Meistens ist der Anspruch eines Creepers mit Schmerz verbunden, mit viel Schmerz und seelischer Qual. Dann würde ich direkt einfach mal hier. Den gesamten Vorbau entfernen. Wow. Achso. Dass dann hier sozusagen die Eingangshalle entsteht. Wieder die Frage, was baut man da rein? Was baut man in so ein Haus rein? Das ist immer die Frage, so ein Haus zu bauen, ganz cool, aber dann... Ich bin ja jemand, der baut ungern sinnlos irgendwelche Häuser hin. Momentan ein bisschen öfter, aus dem einfachen Grund, da man einfach so Häuser wie Bäckerei und so, ja gut, das kann man bauen, aber das ist jetzt irgendwo, ja, wo ich mir sage, oh, da muss unbedingt auf jeden Fall was rein, das... Ich stehe dann einfach da und sieht gut aus. Aber normalerweise ist das eigentlich nicht so der Fall. So, dann hätte ich jetzt hier. Ich dachte, da wäre was. Ja, doch, da war was.
tot. Ja, da hätten wir jetzt hier den Bereich, wo dann so die Einkaufsgangshalle reinkommen würde, und da würde man über diesen ganzen Berg eventuell drüber basteln können. Und hier würde ich halt gerne... noch ein bisschen erweitern. Damit... jetzt hat sich gerade... mein Virenprogramm in den Vordergrund geschoben, es tut mir leid. Hier würde ich halt gerne weiter aus der einfachen Grunde, damit die Schweinefarm da nicht so eingeengt aussieht. Wir haben ja Platz. Ist ja jetzt nicht so, dass wir keinen Platz hätten. Warum den gegebenen Platz dann nicht nutzen? So. Ich habe wieder 5000 verschiedene Baustellen. Das ist... ist immer dasselbe mit mir. Ich kann es aber auch nicht sehen lassen. Ich sehe, was ein bisschen hoch begeistert. Ich habe jetzt das ganz wichtig. Oh, guck mal da, was ist das denn? Was ist das süß? So ungefähr ist es bei mir. So. Suchen wir natürlich alles noch einen rein jetzt. Ne? Die müssen ja dementsprechend zugemacht werden. Und hier muss dementsprechend das Gestein weggemacht werden. Weg, 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 weg. Weg. So. Creeper. Stirb. So. Da haben wir den nächsten Berg bearbeitet. Würde ich gerne hier noch alles ausleuchten. Warum waren wir das da? Warum waren wir das da? Sterben bitte, sterben bitte, sterben, 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 sterben. Das war so sonnenklar, wie die Sonne gerade nicht scheint. So, okay. Na, dann lege ich mich erst einmal schlafen. In meiner hoffentlich sicheren Wohnung. Gute Nacht. Ah, so. Hoch aufs Dach. Hier oben wird da nicht mehr hinkommen, hier kommen dann Kisten hin und so ein Spaß. Und ansonsten fehlt uns hier gerade eigentlich nur das. Die Strohballen. Für die wir ja die Weizenfelder angebaut haben. So. Das wird natürlich noch eine ganze Ecke dauern. Und ansonsten ist das Haus ja eigentlich fertig, und dann kommen dann noch Bilder hin und so ein Spaß.
lauter Schnickeleien und so. Aber das dann auch erstmal morgen, denn ich mache jetzt hier an der Stelle auch mal schon Schluss, denn es ist schon spät nachts. Ich habe das jetzt ein bisschen ausgezogen. Oh, was ist das denn? Und muss dementsprechend jetzt noch alles rendern für morgen. Darum, tschüss, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, ja. Mal schauen, was wir dann bauen. Lasst mich überraschen. Ich lasse mich überraschen. Tschüss. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, hier rein. Ach doch, 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 stimmt, ja klar. Es war ja nachts. Das erklärt doch den Enderman, der hier gerade rumstreunert. Megalack. Warum kriege ich immer einen Megalack, sobald ich rausgehe? Das war vorhin in der ersten Aufnahme schon. Am Anfang gab es erstmal einen richtig großen Lack. Okay, liebe Freunde, wir haben natürlich jetzt einiges vor, und zwar, ich hoffe, die Aufnahme wird diesmal ein bisschen größer. Warum? Ach, das sind die erweiterten 600, alles klar. Und zwar wollen wir jetzt, selbstverständlich, das Dach hier fertig bekommen. Zum Dach fertig machen zählt allerdings noch ein bisschen mehr, denn dazu müssen wir zusätzlich... dann nehme ich mal das hier mit. Warte, ganz kurz. Ich will nur ganz kurz hier schauen, was ich hier alles habe. Das kann alles weg. Dazu müssen wir ja nebenbei irgendwas müssen wir... müssen für das Dach. 1, 2, 3. Für das Dach müssen wir ja Weizen sammeln. So, jetzt habe ich es. Aber wir können ja die ganze Zeit auf das Weizen warten, weil das Weizen wird ja ewig dauern. Darum machen wir nebenbei natürlich noch was anderes. Und das... wäre in diesem Falle diese Allee hier fertig bauen und alles, was sich hier drumherum befindet. Denn ihr seht schon, das Weizen wird noch eine Weile dauern. Das erste Feld ist zwar fertig, aber das wäre jetzt Schwachsinn, wenn ich immer die Felder nacheinander anfange. Darum gibt es jetzt erstmal eine zweite Box. So. Ganz einfach, um alles, was ich dabei habe, zu verstauen. Denn so können wir jetzt perfekt nebenbei... was anderes immer rausholen aus dem Inventar, je nachdem, was wir gerade brauchen. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, denn wir... Habe ich jetzt hier Wind oder habe ich jetzt hier... Da habe ich schon mal nicht das, was ich suche. Ja, ich würde sagen, das erste Feld tun wir uns gleich mal abwehren, obwohl das ist auch noch nicht ganz fertig. Da müssen wir noch ganz kurz warten, das wird noch ein bisschen dauern. So. Kühe vom Herzen, prächtig. Ich hätte gerne eine Leine, das wäre jetzt ganz cool. Gibt's ja aber nicht, aber eigentlich suche ich Stein. Das gibt's auch nicht, deswegen muss ich weiter. Eigentlich brauche ich jetzt Stein. Hoch. Also. Und den kriegt man hierher. Und hier können wir zum Beispiel mal das Ganze weiterhaben, denn hier ist es fertig. So. Weizen so Spaß. Hier ist es bis zum Fluss sogar fertig. Das heißt, wir können hier alles wegmachen. Sehr schön. So. Da fehlen noch zwei. Das ist aber auch kein Problem. So. Ups, den habe ich gar nicht angepflanzt. Warum das? Das lief hier da in meinem Kopf falsch. Hier ist auch so, das ist so ein bisschen die dunkle Ecke der Mühle, des Feldes. Sieht auch ein bisschen sieht nicht schlecht aus. Durch die Bäume und den Shader Mod sieht es hier voll ziemlich dunkel aus, weil das Licht halt überhaupt nicht hierher kommt. Sieht ziemlich gut aus. Gefällt mir sehr. Like this on Facebook. Also das Lichtverhältnisse. Like das Lichtverhältnisse auf Facebook. So. Es gibt übrigens immer noch nichts zu erzählen. Ich habe nochmal geschaut. Es gibt nichts Spannendes momentan. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht finde ich die meisten Dinge einfach mal langweilig, aber es gibt momentan nichts Spannendes, was man erzählen könnte. So. Das sieht schon mal gut aus. Was haben wir da oben noch so? Ja, keine Ahnung, die Welt dreht sich halt weiter und wir sind noch nicht von einem Asteroiden getroffen worden, was mich ziemlich wundert. 600 Folgen. Und ansonsten, ja, ne, alles ziemlich langweilig gerade.